Läuft schon? Nein, es läuft noch nicht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich es lesen. Die Zahl oben? Die Zahl unten. Das ist ja eine Lüge. Was, das kann, ich sage jetzt, das kann ich nicht lesen. Ja, aber dass das so klein ist. Ja, eh. Okay. Ja, wir werden schon sehen. We just forgot it. Ja. Ja, und wir lassen den Benzin-Talk einfach weg. Da war halt ein Killer Lightning, den interessiert eh keinen. So, rennt das schon? Alles rennt. I make the clap. You make the clap. Darf ich das beibehalten? Natürlich. Zwei Ding. I will look really stupid. The clap. The clap. Hallo. Da sind wir wieder. Big Boys Podcast Number 2. Return of the Big Boys. Wir haben ein Set gekauft. Ja, Money. Da ist was drin, die sind nicht hohl. 18.04.19 ist es gerade, bis der rauskommt. Vielleicht heute, vielleicht am Sonntag, hast du gesagt. Ja, ich kann jetzt nicht so gut rechnen und direkt wissen, welches Datum der Sonntag wäre. Ostersonntag? 21. Ist das ein Ding? Kann man Ostersonntag sagen? Ostersonntag, hier schon, ja. Okay. Also für die religiösen Leute. Für mich ist es Sonntag. Hail Satan. Hail Stan. Ja. Gut. Wir müssen halt schnell reden, weil wir haben nicht so viel Speicherplatz. Ja. Deswegen sorry. Werden wir das einfach hochpitchen und dann hören wir uns auch, wie die Chipmunks sind. Alles. Okay, bevor wir das Ganze beginnen, kurzer Shoutout und Name Drop. Es wäre kein Big Boy Podcast, Big Boys Podcast, Mehrzahl 2, wenn wir keinen Shoutout machen würden, eigentlich. Deswegen, es gibt da zwei Typen in Deutschland, den Sascha und den Roman. Wenn man ein bisschen sich im deutschen Underground auskennt, dann kennt man Bands wie Der Weg einer Freiheit, die Brandhorde oder Fuck You and Die. Super Bandname. Und die zwei wirken damit und sind zwei super smarte, sympathische Typen. Und die haben ziemlich zur gleichen Zeit wie wir einen Podcast begonnen und wie heißt das Ding nochmal? Zwei Denken laut? Yep. Vor. Distribuiert überall auf natürlich YouTube und Soundcloud und Spotify und... Wir haben noch nicht genau herausgefunden, wie es geht. Genau. Sie ziehen uns auf jeden Fall sehr gut also, auf. Genau, also Sascha Roman, hook us up, wie distribuiert sie das? message me oder ihm, ist mir scheißegal, aber helft uns, wir wollen das auch irgendwie verbreiten. Auf jeden Fall, die quatschen ein bisschen mehr so über everyday life und train of thoughts ist ganz, ganz wichtig und einfach so food for thoughts. Nicht unbedingt nur Musik. Wir sind doch eher Musik-heavy. Auf jeden Fall, die machen das cool. Der Sascha hat früher auch YouTube-Videos gemacht. Das hat geheißen Don't Do This To Your Band. Ja. Mit vielen, vielen sehr sinnvollen Tipps, ja, was man und wie man sich als Band orientieren kann, wie man sich selber managt und promotet und so weiter und so fort. Und ich habe das immer sehr genossen. Das ist sehr lustig. Ja. Gibt es auch immer auf YouTube Don't Do This To Your Band. Gibt es dann wahrscheinlich eh in der Description. Darf ich das jetzt endlich machen? Ja, voll. Okay. Hat er nicht auch einmal ein bisschen ein Viral-Video gehabt? Ja, voll. Er hat sehr lange einen Metallica-Riff, Some Kind of Monster war das, glaube ich. Möglich. Und einen war das Die Artist Murder Breakdown für multiple Stunden durchgespielt hat. Und das war sein stärkstes Video. Ja. Ja. Der Sascha. You peaked. You what? He peaked. Ah, ja. Ja, das war das mit Name-Dropping. Ich trinke jetzt Kaffee. Bitte redet weiter. Ja, also letztes Wochenende war das Metal Night Outbreak, was mittlerweile eine jährliche größere Veranstaltung ist in Wien. In der Szene. In der Szene, genau. Also in der Location Szene Wien. Ja, aber generell auch in der Metal-Szene Österreichs kann man eigentlich sagen, dass die Metal Night Outbreak-Veranstaltungen ein Ding geworden sind. Ja, so Ostösterreich. Genau. In Nähe Vöcklabruck und halt Wien im Viper Room und Szene. Und Szene, ja. Genau, das war. Das ist eine Show vom Walter, den wir letzte Woche, oh Gott, letztes Mal schon erwähnt haben. Ja, Mr. Metal Night Outbreak himself. Genau, da haben natürlich einige Bands gespielt mit hier und da eine Überraschung.
wenn ich mich nicht täusche, die erste Band war Throwback. Nein, nicht Until Chaos Rises. Doch, Until Chaos Rises. Ja. Ja. The Burden of Opener. Richtig. Ist immer schwierig, weil die zu spät kommen, sehen natürlich einen Opener nicht. Vor allem bei, wie viel Bands waren es? Sieben? Sechs oder sieben. Sieben, ja. Bands. Und das fängt, also um 18 Uhr sind die Doors. Und dann gleich spielen ist halt immer, ist schwierig, da die Leute zu motivieren und auch Leute dort zu haben. Mhm. Immer ein bisschen der Buh-Platz. Aber ja, trotzdem gut gemeistert, trotz kalter Halle. Yep. Finde ich sehr, sehr solide. Gibt's gar nichts. Nein. Ja. Dann war Throwback. Ja. Hardcore geht immer. Ja. Kann man bringen. Ziemlich straight on. New York Style. Ja, nichts überkomplizieren. Das ist das Ding, was wir machen. Yes. Das machen wir. Die Rufe. Das hat geknallt. Da war der Sound schon irgendwie, ich weiß nicht, soundtechnisch hat es da ein ziemliches Upgrade auf einmal gegeben. Was auf einmal kompakter. Und man hat irgendwie rausgehört, dass die Leute spielen. Keine Ahnung, woran es liegt. Dann war Blessed with a Curse. Richtig, Blessed with a Curse. Haben den sich verabschiedet von ihrem Drummer, Jakob. Harry Potter. ja, das ist natürlich immer schade, wenn man sich verabschieden muss von einem Bandmitglied, der aus was für Gründen auch immer die Band verlässt. Aber ich denke trotzdem auch ein sehr solides Ganzes, was sie da... Ich kenne sie jetzt schon relativ lang, mhm, und es ist auch stetig ein Upgrade, und sie machen sich echt viele Gedanken über Live-Präsenz und Live-Sound, und weil sie sind noch nicht ganz da, aber sie gehen auf jeden Fall an. Ja, also ich muss persönlich sagen, der neue Song, den sie da auch live gespielt haben, wo es noch keine Recordings gibt, gefällt mir schon sehr gut. Ja. Mit ein finde ich sehr interessantes Interlude Synthesizer. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Und ich weiß, dass sie jetzt neue Sachen schreiben. In der Downtime, wo sie auf der Suche sind nach einem neuen Drummer. Also falls sich jemand eine Band sucht und er ist Schlagzeuger. Genau, falls Wiener Schlagzeuger erst 5 Bands haben und noch eine 6. suchen. Es wäre möglich. Ja, das geht. Dann Blessed with a Curse. Schreibt es an. Ja. Das sind sehr cozy Leute zum Arbeiten. Mhm. Six Semper Tyrannis. Release-Show mehr oder weniger, nicht? Ja. Neues Album, was ich, glaube ich. Ja. Ein Album. Hast du schon reingehört? Ich habe noch keine Zeit gehabt. Ich hab die Single, quasi, was soll Single rausgehauen haben, mit jetzt Video. Das Video. Genau, ja. Das habe ich mal angehört. Und so hier und da einfach ein bisschen durchgeklickt, aber noch nicht die Zeit gehabt, um es wirklich, also mit vollen Gedanken die Zeit zu widmen, dass man sich gescheit reinhört. Voll. Sie versuchen auch irgendwie Live-Production-Value zum Heben, mit irgendwie mit Outfits, also sehr... Sehr koordiniert. Sehr Business, ja. Business Casual, irgendwie Gilets, ein bisschen Warpaint habe ich gesehen. Es kann... Ein kleines bisschen. Kann ruhig mehr sein, da braucht man nicht sparen. Ja. Wenn es für dich okay ist, ist es fürs Publikum zu wenig. Nämlich... Ja, ja. Nein, es gilt... Generell bei solchen Sachen, Übertreibung, du musst es doppelt machen, mindestens, damit es aussieht. Also wenn du schwitzt, das wascht sich ein bisschen runter, auch wenn es auch als Theaterschminke ist. Ja, aber ich finde jetzt schon ihre Performance ist sehr koordiniert, eben da alle in einem aufeinander abgestimmten Outfit auf der Bühne stehen, dass alles schön hingestellt wird, das macht schon was. Ich tue ein bisschen schwer, dass ich es in eine Schublade gebe. Manchmal klingt es ein bisschen nach Metalcore, manchmal ist es ein bisschen so... Melo-Death. Das ist richtig. Aus irgendeinem Grund, und das hat vermutlich auch ein bisschen mit alten Sachen, die sie gespielt haben, zu tun, verbinde ich sie immer ein wenig mit Trivium. Trivium? Ja, weil sie haben eine Zeit lang in Waves,
live gecovert. Okay. Fand ich übrigens eine sehr interessante Coverversion, haben sie immer gut gespielt, hat mir gefallen. Ich bin ja ein Trivium-Fan. Ja. Sieht man deinem Periphery-T-Shirt? Richtig. Nein, aber ich weiß nicht, sie so einfach von den Vocals gemischt mit den Cleans erinnert es mich ein wenig daran. Und auch, dass es nicht unbedingt immer straight up ein Genre ist. Ja, voll. Noch dazu... ich hoffe, das ist auch, was sie selber irgendwie hören wollen oder wo sie drauf abziehen. Ich glaube, wenn man sagt, okay gut, ihr lehnt euch an Trivium an, ist generell mal, finde ich, positiv zum sehen, weil Trivium ist so ein bisschen eine Streberband. Ja, ja. Und die wollen halten ihre Qualität selber sehr hoch und sind produktiv und alles, und wenn sich eine Band daran anlehnt und dem folgt, dann ist das schon, da macht man eigentlich viel. Der Trivium Stamp ist schon okay. Ja, das ist richtig. Ja. Kann jetzt über Musik und Leute sagen, was man will, aber die Quali passt auf jeden Fall. Und noch dazu, Leadsänger, auch Gitarrist, ist ja heavy shit. Ja. Absolut. Video, muss man sagen, ist auch eigentlich eine sehr nette Produktion, finde ich. Ja. Kann man nicht. Mit dem Kameradolly auf genau, den Schienen, genau. Der im Kreis fährt. Ja. Ja, es ist cool, das kenne ich, das habe ich das letzte Mal gesehen bei einem, ich glaube, Sympathy for Nothing Video. Ja, die Performance ist cool und das ist ein cooles Gimmick, aber es ist mir persönlich etwas zu wenig. Ja. Okay, ja. Ich meine, es entstehen dadurch Perspektiven und Kamerafahrten und dadurch, dass du den ganzen Raum dann zirkulieren lässt, das ist schon cool. Aber für, ich weiß nicht, wie lange der Song ist, er fühlt sich nach knapp 4 Minuten an, ist es leider für mich zu wenig visuell. Also ich drift dann ab und achte dann nicht mehr auf das Video, wenn dann nichts mehr kommt. Ja, man hätte vielleicht, und ich meine, das sage ich jetzt natürlich auch als jemand, der Musikvideos macht, etwas mehr mit dem Licht spielen können. Einerseits das, und wenn du nicht andere, also kein dynamisches Licht hast oder so, dann zumindest trotzdem auch traditionelle Kamerawinkel machen. Mhm. Ja. Und diese Kamerafahrt im Kreis als Highlight nutzen, nur im letzten Drittel auf einmal. Ja. Zum Beispiel, dann lass die Leute nicht zueinander spielen, sondern drehst das auf einmal um oder so. Ja. Ja. Und dann drehst du die Kamera. Dann wäre es ein Highlight gewesen. So ist es ein bisschen, schaut, wir haben uns geleistet. Ja. Und jetzt ist es unser Gimmick. Zwar auch cool, ich verstehe den Gedanken dahinter. Aber es sollte doch, das Spezielle sollte ein Highlight sein. Es kann kein Highlight sein, wenn es dauernd ist. Ja. Yes, das, was ich immer sage. Aber trotzdem, meiner Meinung nach schon ein sehr, sehr nettes Video. Da gibt's gar nichts. Richtig. Genau. Wer hat dann gespielt? Tales of a Novelist. Ja. Auch Caesar Handmade Guitars. Ja, Kooperateure. Eine Caesar Band. Zweigleich. Caesar Band. Fast Bass fehlt noch. Kann man noch. Buy a Bass! Ja, es gibt jetzt noch Bassgitarren. Nein, immer sehr... konsistent, muss ich sagen. Auch hoher Standard, ja. Starke Performance, 2 Sänger, da steht einfach eine Armee von Leuten steht auf der Bühne. Ja, aber ja, das ist schon cool. Da kommt was auf dich zu. Auch hilft auch natürlich mit der Lichtshow, die sie selber mitnehmen, wollte die ich voll sagen, durchprogrammiert ist. Ja, auch heben ihr Production Value, gehen mit der Lichtshow auf jeden Fall auch in eine richtige Richtung. Ja, es kommt immer ein großes Aber. das ist cool und alles, aber man merkt, es gibt ja noch Kinks. Und es ist auch irgendwie ein Gimmick und die Dynamik fehlt. Ich meine, du hast zwar schon verschiedene Sequenzen und das dauert eine Ewigkeit durchzuprogrammieren. Und ja, und absolut. Ich kenne den Aufwand dahinter und ich mag das nicht schmälern. Mhm. Ja. Ich hoffe, die verstehen es nicht falsch. Sie verstehen es sicher falsch und bald liege ich im Auto, kriege ich blutige Schlagnaschen. Das glaube ich nicht. Kein. aber externe zusätzliche Quellen, die Dynamik von dem dann noch heben können oder mehr Dynamik reinbringen, das wäre cool, weil jetzt ist es halt auch ebenmäßig und es ist ein Gimmick und du hast diesen urdunklen Raum und nur diese Streifen. Ja. Wie gesagt, der Weg, es geht einen richtigen Weg und es ist super cool, dass wir da investieren und sich hinsetzen und sagen, okay gut, wir wollen das weiter
zentralisieren und wir wollen nicht angewiesen sein auf einen Lichttechniker, und wenn der einen demotivierten Tag hat, dann braucht er dir ein Standing-Light. Ja, ja. Programm. So, ja, genau. Oder dreht das Hallenlicht auf und das ist ein neuer Play. Ja, ja, ja. Nein, das stimmt. Sie nehmen es auch in kleinen Locations mit. Es ist immer dabei. Ja. Es ist immer dabei. Und allmählich, also wie gesagt, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das der Standard wird. Also dass das dass du quasi nur noch als vollwertig giltst als Underground-Band, wenn du mit deinem eigenen Licht kommst. Okay. Ja? Okay. Weil du hast schon gesehen, so Backing-Tracks und so ist jetzt Standard. Das haben viele drauf, ja. Und schon alle modernen Bands, Wahrheit. Und Zuspieler und irgendwas wollte ich sagen. Ja, genau, MIDI-gesteuerte Patch-Changes, ja, dass du nicht mehr selber tap-dancen musst. Ja. Das und das nächste ist halt natürlich Licht- und Multimedia-Show. Ja. Und dass du deine eigenen Nebelwerfer bringst und das bla bla bla. Ja. Ja. Also das heißt, also die Frage, ist es ein Gimmick, ist es Prestige, kannst du deine Show wirklich aufwerten damit? Mhm. Ja. Das gilt es vielleicht noch. Aber es ist cool, dass es Bands machen und das dieses. Ja. Ja. Um kurz vom Metal Night Outbreak einen Ausflug zu machen, die österreichische Band, die mit eigenem Lichtshow unterwegs ist, die das meiner Meinung nach am interessantesten macht, haben jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen ein Album-Release, Tripsitter. Ja, wobei die machen ja komplett Low-Tech. Das ist absolut Low-Tech. Also die sind zum Obi gefahren, haben sich die billigsten Lichtschalter gekauft. Ja. Und einer in der Band steht halt dort, das ist ein Lightboard neben seinem Trickbrett und steigt halt drauf, und das Ganze wirkt wie ein super geiles Hipster-Wohnzimmer mit urvielen Lichtelementen. Aber das ist so fucking on point. Ich glaube, das Wichtigste daran ist was du vorhin angesprochen hast, dass es ist sehr viel Dynamik drin. Manches Mal kommt nur Licht von die drei Lampen am Boden. Manches Mal ist alles aufdreht und musst du deine Augen zumachen, damit du siehst, wo was ist. Das beim Spielen, das dann beim Spielen. Selber noch. Ja, ja. Und sie haben 5, 6 verschiedene Einstellungen. Manches Mal rotiert es und geht es durch. Ja. Ja. Und dann natürlich immer dieses Highlight mit der Floor Tom. Wo nur die Floor Tom von unten beleuchtet. Muss alles vor die Bühne. Genau. So. Ich werde nur kurz einen Check machen. Schau du auch noch, ob du recordest. Wir sind noch nicht so pro. Ja, wir sind still in the Beta. In der Beta. Nein, ich check jetzt nochmal auf Facebook, damit ich sehe, was abgeht im Live. Live tweetest du den Podcast? Ich habe jetzt das gesagt. Ja, genau. It's the best podcast. Nein, aber wie gesagt, ich glaube, da ist eben das Stichwort sehr viel Dynamik, und da muss man nicht die voll durchprogrammierten Leuchten haben. Gar nichts. Das ist on the fly. Richtig. Und während der Show. Ja, aber die Dynamik ist amazing. Amazeballs. Ja, und ich freue mich schon sehr auf die neue Scheibe. Vor allem, und heute ist ihr Kurzfilm rausgekommen, oder Video, oder ich habe es noch nicht gesehen. Also heute ist fett was gedroppt. Ich möchte aus irgendeinem Grund sagen, 24. April, 21. April. Nee, jetzt am Sonntag. Doch am Sonntag. Zeig mir nachher, greif mal vor. 21.04. Ah. Sonntag, Fenster. Reden, sagen wir nachher nochmal. Aber ist dann nur Release oder spielen sie dann? Nein, sie spielen. Sorry, andersherum. Spielen sie nur oder ist auch Release? Ich glaube, es ist auch Release. Okay. Ja, also das blöd wäre es, weil das ist hier. Ja, nein, sehr gespannt auf jeden Fall, sehr gespannt. Ja. Freue mich. Also Tales auf einer List. Coole Lightshow. Ja. Es geht noch geiler. Es geht immer noch geiler. Das ist es, ja. Als Fotograf. Aber sehr geil, dass ihr das macht. Als Konzertfotograf muss ich bei jeder Band bitten, leuchtet so ein bisschen mehr euer Gesicht aus. Nein. Es geht nicht um einen Fotografen. Wir müssen adaptieren. Ja, nein, es stimmt eh. Abgesehen davon, 98% meiner Konzertfotos sind ja eh Backlit. Das Silhouetten mit mehr Licht. Das schaut auch geil aus. Ja. So hübsch sind wir nicht. Gut, ja. Letzte Band. Es ist ein bisschen vermessen, über meine eigene Band in unserem Podcast zu reden. Ich kann nur sagen, ich hab Spaß gehabt. Ja, es waren viele coole Leute dort.
Und das ist alles, was ich sagen werde. Na dann, dann noch mal kurz, aber Gary, der eingesprungen ist für Vocals, und Robin von Das I Am, der Schlagzeug gemacht hat. Top Leute, vielen Dank nochmal, dass ihr das mitgemacht habt. Ja. I love you. nein, aber ich möchte dich trotzdem noch etwas fragen, weil viele Leute haben es sicherlich mitbekommen, also viele Leute, die dort waren, haben es sicherlich mitbekommen. Für Mothership war es ja auch mehr oder weniger ein zwischenzeitlicher Abschied. Wie gesagt, wie viele vermutlich wissen, die den Podcast schauen, eine Band nebenbei zu führen ist halt busy und viel arbeiten, viel zu tun, und der Probebetrieb aufrechterhalten neben kreativ sein und neue Sachen machen ist ein bisschen tricky. Ja. Und ich möchte jetzt einfach mich nicht mehr um den Live-Aspekt kümmern müssen, und die Energie, die drauf geht für Proben, möchte ich rüberschieben in Demo-Production. Sorry, in Demo-Production und Recording und Videos machen und aus all the bells and whistles. Deswegen, also es ist nicht der letzte Gig ever, es ist auf längere Zeit der letzte Live-Gig gewesen. Genau, Back to the Roots, Studio-Projekt. Ja, yeah, Studio-Projekt, so viel cooler. So viel weniger sitzen. Schleppen, sitzen. Immer sitzen. Das ist so lange immer gesessen. Okay. Ja, that's that. Eins haben wir noch vergessen, eine Band haben wir ganz vergessen. Nein. Oh ja. Wir haben auslassen. A New Chapter. Aber die interessiert auch keinen. Die springen eh im Gasometer, die sind ja eh schon zu groß. Kommt auch erst nachher. Ja. Voll! Aber da möchte ich noch ein Ding setzen, weil da war nämlich die Überraschung des Abends. Ein Featuring, ja, das sowieso, aber ein stimmt, der Walter, Featuring Walter von Walter himself. Und schreit zu Azalea Dying. Ja. Ja, Live-Cover. Damn. Eine Band, die, kann man eigentlich so sagen, eher nach Wien geholt hat. Ford, und wieder nach Wien holen wird. Beim Booking. Ja. Sehr korrekt. Ja. Fand ich sehr cool, Walter. Bald. Ja, und wie gesagt, A New Chapter. Die fahren auch schon einen sehr, sehr steilen Weg rauf. Und sie nehmen sich jegliche Kritik zu Herzen und implementieren sofort Gelerntes in das nächste Live-Konzert. Das ist echt steady. Es wird immer besser, immer geiler, immer cooler. Ja, also die machen richtig, richtig Bock. Moderner Metalcore von Feind, weil sieben Seiten. Sagen wir, sind wir sich ehrlich. Nein, aber man merkt auch einfach, dass sie mit der, ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, aber Professionalisierung ihres ganzen... Jetzt ist es ein Wort. Professionalisierung. Nice. Sag das 10-mal hintereinander. Nein, das kann ich nicht. Okay, ich auch nicht. Nein, aber investieren in ihr Monitoring-Systeme und kleine Sachen, damit halt auch die Performance besser werden kann, weil man nicht so abhängig wird. Backing-Tracks auch. Genau, also. Und ja, Live-Set ist tight. Absolut. Tight, geht gut. Tight was auch Backstage, weil 150 Bands, jeder hat Crew. Zwei Räume. Zwei Räume, ein scheiß Gang. Also das ist wie ein U-Boot da hinten. Aber sehr cool, weil jeder hat sich zusammengerissen, jeder weiß, dass die Szene tricky ist, wenn es voll wird. Da ist noch ein Bereich mit ein bisschen was zum Essen, da ist ein kleiner Vorraum, also wird jeder Platz genutzt und es reißt sich auch jeder am Riemen und legt sein Zeug nicht überall hin, sondern jeder macht so seinen Bandhaufen, weil alles komprimiert aufeinander liegt. Auch die Merch-Situation ist für sieben Bands nicht tragbar, aber es ging sich trotzdem aus, jeder konnte alles. Nein, stimmt, irgendwie geht es dann immer. Man merkt auch, dass man sich nicht im Weg stehen will. Ja. Wenn man sieht, eine Band braucht jetzt ihr Zeug zum Aufbauen, geht man raus oder reicht etwas rüber. Ich finde zwei Punkte, mit denen man das noch verbessern könnte, wäre, indem sich die Bands vorher zusammenschreiben und sagen, okay, wer benutzt welche Amps. Können wir das auf der Bühne stehen lassen und alle benutzen? Das wäre cool. Ja.
Weil dann musst du, also du verkürzt damit die Changeover-Time. Ja. Du nimmst damit auch den Tontechnikern was ab. Oh ja. Indem du nicht alle Elemente aus der Chain reißt und so weiter und so fort. Das wäre noch cool. Bei 7 Bands, tricky, natürlich möchte jeder mit seinem eigenen Amp spielen und so weiter und so fort. Ja. Meistens sage ich, als Bassist ist wurscht. Wenn irgendwer ein Amp-Pack hat, kann man schon stehen lassen. Ja. Das geht. Ja. Werden mich jetzt eh alle steinigen, wenn ich das gesagt habe. Also Bassisten sind da meistens easygoing. Das geht dann schon. Das wäre das eine. Und das andere ist halt auch ein sehr ambivalentes Thema in ganz Österreich, ist halt Rauchen Backstage. Hm. Wäre geil, wenn man da immer rausgeht oder wenn man sich einfach daran hält, dass man nicht raucht. Ist natürlich, weißt du, alle sind die harten Rock'n'Roller und jeder muss buffeln. Schaut und cool aus. Ja, die meisten, ich nicht. Ich habe dich noch nie rausgesehen. Ich habe ein Foto von mir gesehen, das reicht. Ja. Wie ein gestrandeter Wal eine Chicke in der Pappen hat. Und goes not. Ja. Furchtbar. Okay. Das wären meine zwei Sachen. Also Bands, schreibt euch vorher zusammen, macht euch Sachen aus, ist super easy. Ja, einfach auf Facebook, Bandseite, Message, hey, was habt ihr für Scheiß, wir haben das, können wir was teilen. Euer Rücken wird euch danken. Ihr müsst weniger Zeug tun. Ja, einmal 20 Kilo weniger, das sieht ja nicht ganz, ist ein Piwi. Jeder hat es aber schon mal zart. Ja. Das wäre eine Idee. Das ist wirklich eine Idee. Ja. Und das nächste Ding wäre, sucht euch einen Mercher oder eine Mercherin, die alles für alle Bands macht und pro verkauften Shirt gibt der Person was zum Beispiel. Ja. Sicher, steht nur eine Person, ist für, sagen wir mal, die Kunden auch einfacher. Man sieht ja immer. Ja, bei die oder halt zwei Leute. Ja, so. Ja, voll, ja, du voll. Hast auch meistens, genau, bei so einem Tour-Zirkus. Ja. Genau, schaust du bei den großen Tours an, im Gasometer stehen ein, zwei Leute oder, ja. und die machen alles. Ganz pro ist man, wenn man was gibt, wo man mit Karte zahlen kann. The future. Ja. Das wäre Bitcoin. das ist schon nicht mehr. Ja, voll. Mein T-Shirt kostet 0,00158 Bitcoin. Ja. Oh, jetzt kostet es 0,00. Ja, jetzt ist der Kurs, ey, Bro. Ja, vor allem, das wär's. Das könnte. Nein, aber ich denk, mit Merch kann man tatsächlich schneller mal irgendwie ein bisschen was zusammenlegen. Merch. Und auch mit Amps, wie du sagst, sollte es möglich sein müssen. Natürlich ist es leichter zu koordinieren, wenn man drei, vier Bands an einem Abend hat. Hey Peter, steh mal ganz lustig auf und geh zur Kamera und schau, wie viel wir noch haben. Ach Gott. Weil das ist rot. Ja, das heißt Recording. Ach so, okay. 14. Haben wir noch. Ja, sagt er jetzt. Okay, we gotta talk fast. Gotta talk fast. Oder wir machen dann einfach ohne Bild weiter. Schau mal, wie es aussieht. Beim letzten Podcast haben wir keinen Ton gehört. Ja, jetzt verlieren wir das Bild, machen Ton weiter. Also mir ist egal. Schau mal. Weil irgendwie möchte ich mich nicht stressen, wenn ich ehrlich bin. Außerdem sind wir noch in Development, so fuck it. Yep. Weil wir gesprochen haben über Konzerte, die noch kommen und bla bla bla, wir haben eh schon was vorweggenommen. Nur ganz kurz, wo wir beide oder ich oder du demnächst sein werden. Es ist am 20.04. werde ich bei Mono in der Szene sein. Mono ist eine super coole Post-Rock-Band aus Japan, die, ich glaube, ihr 20-jähriges Jubiläum feiern auf der Tour. Super geil, Instro, Post-Rock mit viel Delay, Reverb, Dreamy, lange Nummern. Bildschuhgeist? Nur. Nur. Dann natürlich ganz wichtig, müssen wir alle schon. 21.04. Im Fenster. Wien, Fenster, Tripsitter und Aimer am Meer sind Local Support. Ja, wie gesagt, Tripsitter, eigene Lichtshow, neues Album. Heute ist ein Kurzfilm gedroppt. Eigene Lichtshow. Ja. Eigene Lichtshow. Super, super, super liebe Typen. Ja, voll. Bei F4 waren sie jetzt auch im Übrigen. Ja. Kann man auch reinhören. Sehr. Wenn ich mich nicht täusche, hatten die sogar mal ein schönes Featuring in Kerrang, was natürlich Wahnsinn ist. Also jetzt erst. Also so als Ankündigung für das Album. Achso, ja, vor allem. Weil sie auch jetzt bei einem Label sind. Gesigned. Ja. Wirklich toll, freue mich gut für die Burschen.
Genau, das ist die Show das dann am 21. 29.04. werde ich sein bei einem interessanten Act namens Arthur and Punisher. Sehr cool. Sehr arger Typ, ist schon fast ein bisschen Performance-Kunst. Yep. Für alle, die es nicht kennen, wie würde ich es erklären? Stell dir vor, ein Typ, der so Industrial Metal macht, aber alleine, und er hat sich seine MIDI-Controller selber gebaut. Der Typ ist ein Engineer und arbeitet mit riesigen Hebeln, seine Drum-Machine hat er, wie riesige Rails und Schienen, die puncht er wirklich. Ja. Und er ist eingebaut in seine Maschinen und er singt und schreit und der Fußorgel und Synthesizer und bla bla. Macht alles selber, ja, es ist so Next Level Multitasker. Es ist, glaube ich, das Höchste, was man im Industrial-Bereich irgendwie erreichen kann, weil er das Ding tatsächlich industriell fertigt. Ja, es ist nicht nur, es ist alles schwerstes Eisen, Metall, ja. Alu. Ja. Es ist die Musik, die Instrumente, also seine MIDI-Controller oder Instrumente, wie man es bezeichnen möchte, ist, lebt und schaut alles Industrial aus. Also es ist nichts programmiert, es wird alles direkt gesteuert durch ihn. Es ist irre. Wie gesagt, Vocals macht er auch, da sind verschiedene Mikros und ein Kehlkopfmikro und so. Es ist wirklich savage, ja, und seine Idee dahinter ist schlichtweg, dass seine Musik heavy ist, seine Sounds sind heavy, aber seine MIDI-Controller und so, das war ein Mischpult und Plastikzeug, das war nicht heavy. Und das hat bei ihm zu einer Dissonanz geführt und deswegen musste er, damit er das emulieren kann, musste er seinen Controller heavy machen, also schwer. Ja. Das ist cool. Der Performance-Art-Aspekt davon. Vor allem. Ne? Es macht doch Sinn, vorher hat er halt Skulpturen gemacht, also mechanische und Ausstellungen, aber er war halt dann von seiner Kunst getrennt, mehr oder weniger. Das ist dort gestanden, hat er für sich performt und er war da und seine Arbeit war getan. Und das hat er mit dem Projekt. Also sehr crazy, aber für Leute, die Metal hören, sicher verständlich, was da passiert. Ja. Heavy ist es auf jeden Fall. Ja, dann ganz wichtig, 11.05. Gasometer Wien, A New Chapter. Ja, da muss man... Beim, was ist es? Planet Festival Tour im Finale. Ja, ich weiß nie, wie der Event heißt. Planet Festival Tour? Ja, ich werde es in einer Minute vergessen. Okay. Ja. Nein, A New Chapter haben es ins Finale geschafft. Das ist sehr verdienstlich. Vor. Und repräsentieren dort die... Wieder Metal-Szene. Unsere Szene, Also deswegen alle, die sagen, sie supporten Local Scene, geht's hin? Hingehen. Wir zwei sind fix dort. Voten tun wir für andere Bands. ich werd auf jeden Fall Fotos machen und Stagehand für die Crew. Ich bin auch eingespannt. Filming. Yes. Filming. Yep. Und dann noch 12.05. Olisaurus, Killer Lycan, supporting Shockrun. Ja. Shockrun, Bruder. Im Vibe Room. Das ist ein sehr, sehr nettes Package. Da kann man dem nicht sagen. Gibt's nicht, ja. Ich glaube, da haben wir eigentlich alles schon gesagt. Sehr, sehr, sehr hart, sehr modern. Außerdem Gary ist mit seiner Band dort, also der Bühnenpanzer. Mit drüber hinwegfegen. Ja. Jetzt haben wir es eh schon kurz angesprochen, Projekte, die anstehen. Ja. Weil du gesagt hast, du machst Fotos im Gasometer. Hast du sonst noch was Anstehendes? Ja, Promo-Stuff auch mit Audio, nicht mit Audiosaurus. A New Chapter. Ah. Ja, und Amir haben mich wieder eingespannt. Tripsitter und Amir möchte ich live fotografieren. Arthur and Punisher schaue ich noch, ob ich das schaffe. Okay, ja. Okay. Stuff like that. Nur das waren so ein paar kleine Promo- und Live-Sachen. Also du bist ja da ein bisschen härter unterwegs in nächster Zeit, sag einmal. Ja. Das ist wieder huge ass Shoutouts eigentlich, was in nächster Zeit kommt, mit wem wir arbeiten. Oder du. Ja, schon. Also es sind schon zwei Videos also gedreht, sie sind noch nicht fertig. Es tut mir leid, dass ich so lange brauche. All Your Sorrows wurde schon ein wenig auf Social Media geteased, dass gedreht wurde. Dasselbe gilt für Damn, eine Band, wo der Thomas, also der Bassist von Call the Mothership, mitspielt. Fairness.
Genau. Für die High-Speed Tech Death. Ja. Right from the Internet. Aus exakt. Dem Internet direkt. Es kommt direkt aus dem Internet, es hat alle Memes. Ja. Die Musik ist. Die Tones kommen aus Facebook. Ja. Die Lyrics kommen aus Facebook, die Tones kommen direkt von Spotify. Ja, irgendwo ist auch, glaube ich, irgendwas direkt aus einer Xbox und PlayStation rauskommen. Ja. Backing Tracks. Und der Julius spielt natürlich alles mit einem Controller. Ja, genau. Nein, also es hat auch. Gitarre hat keine Seiten, das ist ein Guitar Hero. Es hat X-Kreis, Viereck. Ja. nein, also das All the Sweeps, das Video wird glaube ich, sehr, sehr cool. Natürlich ist cool, du machst das ja. Mhm. nein, ich glaube schon, dass das ist etwas, was noch ansteht. Für Blessed with a Curse stehen auch noch ein paar Videos an. Da hat es jetzt eben von dem letzten Konzert gibt es ein Mitschnitt. Und dann kommt noch zusätzlich was. Mhm. Aber das kann man noch nicht genau sagen. Es kommt was. Also es kommt Content. Ja. Wir gemeinsam machen wieder eine Doku über Carl Mothership. Genau. Und unser Tschüss von der Bühne und was demnächst passiert. Ist auch ein Experiment, oder? Ja, aber ich denke, es ist ganz nett, ein paar Eindrücke hinter das Funktionieren der Band und was jetzt kommt. Was das Scheitern. Das Vorwärtsscheitern. nein, und dann arbeiten wir noch gemeinsam so auf ein anderes Video hinzu von der Sylvie. Genau. Ja. Nicht so Metal eigentlich. Nein, absolut ja, da nicht fällt Metal. Da fällt mir ganz spontan ein, ja. welche Nicht-Metal-Acts hören und mögen wir eigentlich? Hören und mögen wir. Hierzulande passieren. Und wer ist die Sylvie überhaupt? Wer kennt die Sylvie? Naja, um alles schließend zu machen, die Sylvie hat schon mal Vocals gemacht für Call the Mothership. Das ist richtig. Auf einer EP, Eternitas. Sag mir das mal, also gibt es auf Spotify? Ah ja, in der Description. Da oben kann man auch irgendwas klicken. Und man muss eine Bell auch subscribe und irgendwie Bell. Nein, ich glaube bei Windows ist da und bei Mac ist da. Like us on Twitter und follow us on Facebook. Drück das X. Einfach schließt das Fenster. Ja. Art F4. Ja. Die Sylvie. Singer-Songwriter kann man, glaube ich, alles umfassend sagen. Sehr, sehr interessante und schöne Stimme. Coole Stimme. Ja. Da bin ich schon gespannt auf das aufgenommene Material. Voll. Und da wird es dann auch ein Musikvideo geben. Genau. Also das steht noch an. Dann ähnliche Sparte, die Lisère. Die Lisère, ja. Ja. Spielt auch immer wieder live. Kann man sich gut und öfters mal anschauen. Sehr resolute junge Dame mit einem sehr trockenen Humor. Finde ich. Ja. Dann, wen haben wir noch? Mountain. Berg. Postrock. Berg. Postrock. Ja. Postrock von den Bergen. Ja. Also da ist auch sehr viel hartes Shoegazing dabei. Uff. Kein Gesang. Alles instrumental. Die machen jetzt auch gerade ihr zweites Album. Sehr cool, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, also das freut mich. Ja, sie sind sehr, sehr low-key. Also der Philipp Otter, der sagt wirklich nur was im Internet, wenn es was zum Sagen gibt. Oder wenn er seine coolen Announcement-Videos macht. Mhm. Wo immer so, keine Ahnung, 80s-Synchro, Deutsch-Synchro-Stimme, macht das so gut. Naja, ist so lustig. Ja. Ja, sehr interessanter Typ. Ich diskutiere gern mit ihm. Also über die Social Media Kanäle. Ich diskutiere nicht mit ihm, ich stimme ihm nur zu. Achso, okay. Ja. dann Power Nerd haben wir noch auf unserer Liste. Ja, habe ich jetzt mehr deine. Ja, also der Paddy ist ein wahnsinnig guter Gitarrist. Vor meiner Zeit in Wien, vor meiner Zeit in Österreich war er
sofern ich das mitbekommen habe, auch in ein bisschen in der Metal-Szene unterwegs. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich war nicht hier. Ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Nein, aber sehr cool, sehr authentisch. Steht mit einem gemoddeten alten CRT-Monitor auf der Bühne als MIDI-Controller. Ja, sind wir auch so arge Outfits. Alles so glasmäßig im Spiel. Voll. Und spielen sehr, sehr interessanten Synthwave oder halt so 80s. Ja. Throwback, Retro, Metal. Und sie haben auch mit dem PJ Daughtry. Genau, der PJ Daughtry, der hat. Oder der er hat, mit ihnen. Genau, also es gibt Featurings. Und der PJ ist ein wahnsinnig guter Musiker. Und er ist nicht aus dieser Zeit. Er ist nicht aus dieser Zeit. Er ist in eine Zeitmaschine gestolpert in den 80ern, hier gelandet und hat 80s Shred. Mentality mitgebracht. Ja, und zusätzlich zum Shred hat er das mehr oder weniger Shredwave erfunden, was ja. eine Kombination aus Shred Guitar und Synthwave 80s Revival, aber ganz, ganz arg. Und das macht er eben alles nebenbei zu Kammermusik. Zu seiner Bach Bach-Interpretationen auf E-Gitarre. Ja. Ist sehr cool. Wird begleitet von einem Cembalo manchmal. Ja. Also alles sehr, sehr toll. Für den hast du auch schon Videos gemacht, gell? Du und ja. Alex. Ja, genau. Sehr interessant. Auch ein absolut lieber Typ. Es blinkt schon irgendwas rot, keine Ahnung. Self-destruct. Ja. Drummer. Ja, machen wir weiter. Ja, sicher. Also es wird dann irgendwann schwarz. Und es wird dann einfach nur Sound-only geben. Ja. Fuck it. Hoffe ich. Fuck it. Yep. Ich schau mal, ob es bei dir noch rot ist und nicht blinkt. Es ist schon rot. Und da ist auch noch eine Wave. Perfekt. Also, wie gesagt, haben wir schon gesagt in unserem vorigen? Ja, genau. Erster Podcast. Kein Ton. Zweiter Podcast. Kein Bild. Das Bild ab. We gotta learn. You learn every day. Yeah. Ja, und den Thomas Fernes. Der macht unser, ja auch unser Solo-Musiker. Zusätzlich zu Derm und Mothership. Und Session Jobs. Macht er auch Solo-Sachen. Macht das ein Solo-Ding. Fängt an zum Shoegazen und setzt sich hin mit seinem Bass und spielt einfach und man driftet ab. Und ja, es ist so keine Ahnung, ein bisschen Singer-Songwriter, ein bisschen Post-Rock. Wie gesagt, singen tut auch hin und wieder dazu. Ja. Glaube ich, eine Nummer hat er. Solo-Album hat er auch gemacht, wo es ein Konzept gibt, also ganz, ganz crazy und ganz cool. Also wer Musik mag zum Abschalten und Augen zumachen, und also nicht zum Abschalten, aber halt zum Driften und Träumen. Voll. Ja, dann ist der Thomas Fernes. Sein Solo-Ding heißt The Exile. Yes. Description. Naja, obwohl man uns nicht mehr sieht, kann man noch Sachen einblenden. Man sieht uns nicht mehr? So nein, man sieht uns nicht mehr. Okay. Wir haben leider, man muss andere, mehr größere Speicherkarten, alles. Okay, cool. Ja. Sound only. Ja. Wir können auch einfach behaupten, also jetzt nicht mehr, aber wir hätten auch behaupten können, dass wir einen Lichtfailure hatten. Okay. Das ist vielleicht nicht so, sitzen jetzt im Dunkeln. Ja, das ist vielleicht nicht so peinlich, wie die Speicherkarte ist voll. Scheißegal, das nächste Mal wissen wir es. Ja. Wir haben ja den Podcast von heute auch geshotgunnt, den war jetzt einfach. Machen wir jetzt gar. Ja, ich habe Bock auf Podcast, machen wir. Ja. Genau. Ja. Magst du noch irgendwas sagen? Irgendwas Cooles, Wichtiges, weil sonst rappen wir das wirklich und quatschen nur noch kurz über den dritten Podcast. Quatschen wir über den dritten Podcast, okay. Es wird einen dritten Podcast geben. Ja, 100 Pro. In irgendeiner Form. Und wenn man schreiben. Genau, wir nehmen immer ein Element weg. Nächstes Mal haben wir Bild. Und Ton, aber was machen wir nicht? Kein Internet. Ja, genau. Na, oder einfach eben, wie gesagt, nur Untertitel. Nur Untertitel. Ja. Wir sitzen da und schauen uns an, eine Stunde. Ja. Hart. Ich weiß es nicht, aber irgendein Blödsinn wird uns schon einfallen. Ein Blödsinn, über den wir nachgedacht haben, wäre ein gewisser Live-Charakter. Das heißt, wenn wir ihn drehen, ja,
wir uns überlegt, ob wir nicht uns einen MacBook auch dazu holen oder ein Handy und einfach das mitrennen lassen. Irgendwie. Stream es live, weil dann ist es für immer im Internet. Ja, streamen wir es. Bis man es einfach löscht. Streamen wir es und zu dem Zeitpunkt gibt es halt quasi einmal Shitty Podcast, wo man aber dazu schreiben kann und genau. Sachen sagen kann. Und dann produzieren wir es fertig und jagen es dann nochmal ins Internet mit unserer Interaktion, mit dem Chat. Das war eine Idee. Ja. Müssen wir da ein Poll jetzt machen, dass die Leute Poll? Nein, wir sagen, ob wir Bock haben oder nicht. Wir können machen, was wir wollen. Aber wie können wir jetzt von den Leuten erfahren? Nein, indem sie einfach in die Comment-Sections schreiben. Auf Facebook, YouTube oder Facebook sonst wo. Überall. Und wir schauen einfach, wie die Resonanz ist und wie wichtig das ist überhaupt, ob die Leute überhaupt was mitmachen würden. Ob sie generell mal den zweiten Podcast anschauen. Ja. Dasselbe ist ja wie in meinem wöchentlichen Scene-Talk. Mhm. Es ist ja auch in einem Post und mit Comments, damit es A, einen interaktiven Charakter hat, zwei, einen temporären Charakter. Man muss mehr oder weniger dabei sein oder den Link sehen. Mhm. Ja. Oder mit Notification mitmachen. Aber die Leute können ja dazu schreiben, es ist nicht gesperrt. Aber irgendwie, also nicht, dass die Leute nicht trauen, aber ich habe mir das Gefühl, so aus Respekt vom Flow, der entsteht aus der Konversation, schreibt keiner einen Scheiß rein. Wahrscheinlich das jetzt, wo ich sage, der nächste wird so Carpet Bombs überall und man hat keine Ahnung mehr, was abgeht. Nein, ich kann das sagen, wie es mir dazu geht. Ich lese es ja gerne, ich finde es sehr spannend, weil man eine Einsicht in Bands und Entscheidungen kriegt, die man sonst vielleicht nicht so kennt, wenn man jetzt nicht im Orbit dieser Band ist. Zum Beispiel, heute war Killer Lycan, ich kenne die Burschen, aber ich bin jetzt nicht so involviert oder überhaupt nicht involviert in Killer Lycan, wie ich es jetzt bei Mothership wäre. Naja. Also da finde ich es sehr spannend, dass man das so mitverfolgen kann und die Fragen, die du stellst. Ich kommentiere nicht hauptsächlich, weil ich mir denke, es ist gerade eine Konversation. Andererseits, ich hab oft dieses, ich könnte jetzt etwas sagen, weil ich es lustig finde, aber ich glaube, wenn ich jetzt was Lustiges post, haut es den Flow zusammen. Das ist so wie ein Stand-Up-Hackler, der eigentlich hinein. Aber im Prinzip, man könnte das schon, wenn man mehr oder weniger die Regeln macht, okay, Zuleser, Zuschauer können was posten. Aber ich unterhalte mich ja nur mit Comments, aber Zuschauer können in den als Replies. Replies, genau. Ja, voll. Das wäre eine Möglichkeit. Dann störst du den Lesefluss nicht und du kannst die mit einem Klick wieder weg. Ja. Ja. Ich habe noch kein anderes Medium gefunden, wenn irgendwer eine andere Idee hat, wo dieser Charakter erhalten bleibt, dieses Interaktive, ohne dass man sich jetzt wo anmelden muss, großartig, als Zuschauer. Weil wenn klickt keiner auf einen Link, der nicht auf Facebook ist. Ja, das ist schon wieder ein Schritt zu viel. Ja, voll. Nein, aber ich habe mich sehr zurückhalten müssen heute. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dann doch passiert ist. Das Hashtag. Sag's auch, nicht. Nichts? Nein. Britzi, do it. I will find you. Britzi, du weißt, was es ist. Jeder weiß, was es ist. Tu es. Nein, ich habe mich zurückgehalten. Es ist passiert. Ich habe gelacht. Also das... ich habe auch ein Like. Ja, hast du? Ich habe es definitiv geliked. Wir reden nachher drüber. Okay. Ja, so. Ja, sonst natürlich weitere Kritik, Wünsche. Nein. Keine Kritik, nur positives Feedback. Okay, positives Feedback. Nein. Wünsche, Themen, Vorschläge, Fragen. Alles, wir ignorieren alles. Nein, es hilft uns nur, dass das irgendwie geiler wird und dass wir nicht nur aus unseren eigenen Fehlern lernen, sondern auch Perspektive bekommen. Voll. Wir müssen es ja nicht folgen, wenn es uns nicht taugt. Ja. Aber bitte trotzdem, wer Lust und Zeit hat und 5 Minuten investiert im Nachhinein und uns was zusammenschreibt, wäre das cool. Wir wollen an unserem Production Value schon noch arbeiten. Und natürlich an den Themen. Und ja. Genau. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es irgendwann auch, dass alles passt. Dass alles einmal glatt geht. Ja. Und
wenn wir das einmal durchgezogen haben, dann, ich glaube, dann sind wir an dem Punkt, wo man sich überlegen kann, ob man eine dritte Person auch, ja, also, weißt du, ja, while you're on top, get out. Ja, oder ob man mal Gäste, genau, Gäste genau, holt oder richtig. So irgendwas. Wenn es einmal alles rennt, wenn wir ein Flow haben, der funktioniert. Okay, ja, Flow, das ist das Nächste. Aber das war es im Prinzip, auf meinem Zettel steht nichts mehr. Da du mir denselben Zettel gegeben hast. Steht auf deinem ist, ja, auch nichts mehr. Nein. Let's make a super awkward outro. Irgendwie. Keine Ahnung. I'm Nick Diamond. You're Johnny Gomez. Good fight, good night. Ja, voll. Na. Jetzt können wir eigentlich wieder raschen mit unseren Zetteln. Also, so, das war's. Lustig, vielleicht ist das ein gutes Ding, um aufzuhören. Das werde ich jetzt bringen. Für alle, die das nicht wissen, YouTube schreibt automatisch Untertitel, auch wenn man sie nicht selber einfügt. Und das letzte Mal am Anfang, wie der Jörg mit dem Papier geraschelt hat, ist tatsächlich Applaus gestartet. Also probieren wir es jetzt? Ja, ja. Die Show war mit Standing Ovations. Ja, Standing Ovations. Bist du deppert? Ich wünschte, ich hätte das bei meinen Konzerten. In der Fading Out. Jetzt gehen wir zu Makey und scheißen auf alles. Ja, fuck it. Big Mac. Big Mac.